Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu Visage. Und zwar mit mir. In der kurzen kleinen Minipause wurden wir mal eben einfach mal so von der Oma abgestochen. Jetzt müssen wir leider die letzte automatische Speicherung laden und das Gör jetzt nochmal holen. Wir haben es noch nicht geholt, aber jetzt müssen wir es halt holen. Und ein Huster. So, Oma. Ja, gib mal her die Kugel. Schön. Ja, wollen wir das Baby nicht auch mitnehmen? Nö. Ich will nur die Kugel. Ja, was soll ich machen? Ich kann das Kind nicht nehmen. Das geht nicht. Nur dann halt nicht. So. Nö, geht nicht. Ah, dann raus hier. Ist ja eklig. Kindkugel. Was ist das für eine Kugel, ist die Frage. Achso, in der Garage zerschlagen, die Kugel. Kriegen wir hin. Aber Garage ist ja hier, ne? Ja, guck mal. Ich bin blind. Da atmet doch was. Keine Ahnung, wo der Scheiß ist. Ach, wahrscheinlich die Oma unter uns, die noch am Atmen ist. Wir sind doch hier nebenan, ist doch der Raum. Was hängt da vor der Tür? Bisschen Schloss. Ach, guck mal. Ich meine, man hätte es auch einfach fallen lassen können auf dem Boden. Ist das ein Zahn oder was soll das da stehen? Achso, das ist ein Knoddertuch. Uhren? Es sind Uhren. Ich erinnere mich, dass hier auch ein Spiegel war. Sehr schön. Ach. Es juckt mir eine Fliege am Bein. Wie viele Rätsel denn noch? Ach so. Uhren. Man muss das ja sehen, dass man wieder auffallen muss. Sechs. Halb vier und halb eins. Sechs, halb vier und ja. Halb eins. Das stimmt schon mal. Das andere Scheißding. Was ist da jetzt noch? Gerade rechts, gerade links. Jo. Hier denn da? Also irgendwas fehlt noch, wie es aussieht.
Ach so, Fenster auf, auf. Also beide Fenster aufmachen. Ah ne, nur das in der Mitte aufmachen. Jetzt ist die Tür weg. Oh, wir kriegen das Babyphone, wie es aussieht. Oh Gott, ich hasse das Spiel so ein bisschen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlimm, weil ich die meiste Zeit nicht verstehe, was da los ist. Hey, Schnauze. Kann ich das lagern, wenn ich mit dem Hammer zurückkomme? Wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Und so viele Pillen kann auch kein Mensch fressen, Junge. Was? Wo? Oh, warum? Weshalb? Wohin? Was muss ich tun? Was ist mein Job? Ich glaube, das lockt die alle da noch das große aus. Hast du nicht vorhin noch so ein Band eingesammelt? Ja. Ich hoffe ja gerade, dass ich das irgendwie da. Kann es nicht auf die Basisstation legen. Na gut, dann hören wir uns erst mal das Band an. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day, she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Der tut mir leid. Nicht die alte Morchel. Ja, aber die kann ja auch nichts dafür. Wenn du halt dement bist und weiß ich, da kannst du nichts dran ändern. Sterben. Würde allen gut tun. Okay, wie können wir das machen? Okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Hallo Oma. Tschüss, Kind. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Wir hätten nach oben gehen sollen, hätten wir den Tee geholt, den hätten wir das schon mal geschafft, aber egal. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Thank you.
inmitten eines nie enden wollenden Traums, ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. A two-sided moon with clouded vision lies down innocently to guilty shadow. Okay. Das ist unser Tipp jetzt. Auge. Auch einen zweiseitigen Mond. Hier ist der Mond. Mond ist in der Ecke. Schmetterschling. Schatten. Okay. Mond, Schatten. Und das andere. Nebel. Das Auge. Nebel. Ach so, meinst du das Auge? Es ist ja, Clouded Vision, ja gut, kann auch Nebel sein, ne? Gut, aber wo sind die? Ich hätte gedacht, dass es dieses komische Auge ist, was denn da so. Das kann sein. Gut, dann nehmen wir mal Auge. Auch eine Kurbel. Das ist eine Kurbel. Die können wir auch nachher für den Jesus benutzen. Ich hoffe doch. So, wir haben gesagt, das ist eines in der Ecke hier, ne? Gehen, ne? Und war das andere? Okay. Wahrscheinlich müssen wir es auch noch in der richtigen Reihenfolge machen. Mhm. Also erst Mond, dann Auge. Gar nichts darzustellen. Das ist zwar falsch, was ich gemacht habe. Ja, also ich glaube, das war die andere Ecke, genau. Hier ist The Clown and Vision, glaube ich, zum Beispiel. Zumindest. Mond ist hier in der Ecke. Eins. Was welche Reihenfolge war das? Zwei weiter. Mond zuerst. Mond, Auge und dann Schatten in der Ecke. Okay. Das wieder zu. Also. Mond, Auge, Schatten. Mond, Auge. Passiert. Scheint richtig gewesen zu sein. Ja, unten ist irgendwas aufgegangen, glaube ich. Wenn da jetzt jemand sitzt. Wenn die Oma da jetzt sitzt, hau ich durch den Bildschirm. Na, Gott sei Dank. Ich wollte schon Wii machen, aber wir haben gar kein Wii. Run, haben wir die Kurve jetzt noch? Ja. Gut für den Jesus. Brecheisen brauchen wir auch noch. Und das Fenster. Ganz oben. Da ist nämlich ein Kompass oder sowas. Was andere? Irgendwas brauchen wir noch. Achso, diese Zahlen. 50373. Das stimmt. Guck mal, hier ist nochmal die Sintersings-Block. Warum immer hier? Ich will hier nicht hin. Ich hasse das hier. War das hier oder? Nee, das war. Im Schrank war der Jesus, ne? Ich glaube ja.
Irgendwo muss nach unten gehen. Jesus war im Schrank. Ja, hier ist Jesus. Ja. Wir machen hier übelst Speedrun, habe ich das Gefühl. Ich fühle mich voll schnell. Und das kommt mir nur so vor. Das kam mir generell so schnell vor, dass wir den ersten Teil so schnell, also das erste Kapitel so schnell geschafft haben mit dem Hakan. Oder Rakan. Oder wie hier Rakan, glaube ich. Ja, das ist fast alles dasselbe. Wie richtig. So, jetzt können wir Jesus noch kurz hochlassen. Hä, aber wo denn? Da, da, warte. Hä? Irgendwo war das gerade. Hä? Ich glaube, das erscheint, wenn du draufklickst. Nee. Die Kurbel fehlt. Wir haben noch eine Kurbel. Ich hab doch eine Kurbel. An welche Stelle? Da, da, da. Ach. Ja. Jesus, du bist es. Sonst würden dann nur noch durch die Kerzen fehlen. Ich hatte ein Messer. Ein blutiges Messer. Ja, ich habe das auch gehört. War das im Spiegel, wenn man das? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch überlegt. Ob das hier einer auf dem Dach gefallen ist. Bestimmt. Dann hätten sie bestimmt nichts gesagt. Das Messer. Was wollen wir mit dem Messer? Bestimmt für irgendeinen anderen Spiegel, den wir noch nicht geöffnet haben oder so. Damit kriegst du das Fenster bestimmt nicht auf. Ich das Kannst du das Baby abschneiden und ihr geben? Oder ist es wieder für irgendeinen anderen Spiegel? Wir haben oben... Ich vergaß. Wir müssen jetzt durch diesen komischen Packeingang hier hin. Wir können ja auch den Tee können wir noch holen. Wenn wir jetzt keinen Spiegel mehr finden. Wir haben noch den Tee, der auf dem Dachboden ist. Das war ja die Teebox mit Sonne oder sowas. Haben wir den Tee. Da brauchst du ja wahrscheinlich ein Symbol. Also wir haben auch noch diese Box mit dem Musikzeichen drauf da. Die auch noch. Bring me my child. Bring dein Child selber. Auf dem Dachboden, da bei diesem Fenster, da war doch auch, da brauchst du doch irgendwas, um das Fenster zu öffnen, weil draußen irgendwie Krippen oder sowas lag. Irgendwas komisches lag da rum. Ich überleg gerade, wir haben hier noch, das haben wir gemacht. Wir müssen mal gucken, ob wir noch Spiegel finden. Ich würde mal sagen, das machst du mal zu. Die Frage ist, muss ich da vielleicht rein? Gibt es da einen Spiegel drin? Nee, ist nicht. Ah, guck mal. Ach, guck mal, hier, Schmatter, kein Schmatter. Den hier brauchen wir. Und Tuch in der Fresse. Du musst wahrscheinlich die Bilder da hinten dranhängen, richtiger Reihenfolge. Tuch in der Fresse war recht. Letztes. Ganz rechts, ja. Da ist Michael Myers. So. Als erstes Schmatter, kein Schmatter. Hier ist kein Schmatter. Ach, Schmatter liegt wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden. Ich hole erstmal keinen Schmatter. Schmatter, kein Schmatter, Tuch in der Fresse. Also, ja, doch. Und
wo ist Schmatter jetzt, ist die Frage. Da ist Schmatter, guck mal. Nee, war es nicht anders. Das erinnert mich an... Welcher Film war das nochmal? Ist da denn nur ein Kopf und der Rest ist einfach so... Was sind das für Füße? Das ist so wie man als Kind so Menschen malt, ne? So ein Dreieck als Reißende, so die Füße eben ganz außen mit dran. Welcher Film war das nochmal, wo die Mutti ihre komische Freundin aus der Anstalt da irgendwie... die da durch irgendeinen elektrischen Stuhl oder sowas irgendwie glaubt... Ne, irgendwelche Therapien da... gestorben ist, weil die kein Licht abkonnte irgendwie. Dann ist das. Nee, Lights Out? Ist das Lights Out? Da ist die Alte gestorben, weil die kein Licht abkann und die dann da auch dran geschnallt wurde und verbrannt ist. Achso, ja, dann war das Lights Out. Ja, siehst du, dann, ne? Erinnert mich an Lights Out so ein bisschen. Der Infusionsbeutel fehlt. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe das alles gemacht dafür, dass was fehlt. Da ist doch ein. Ah, ne, das ist ein Tropfdings. Ja, wofür überhaupt? Was willst du da in. So ein Geben. Das ist die Matte, die aber bemalt wurde. Flach wie eine Flunder, weißt du. Infusionsbeutel. Wir brauchen. Na gut, den Tee können wir jetzt holen. Den Tee können wir holen und der Oma geben. Mich fuchst das jetzt, dass in diesem Wäscheraum die Oma drin war. Ich glaube. Dann gehen wir nicht rein. Wir müssen da rein. Da gibt es bestimmt einen Spiegel. Und der wird nicht unwichtig sein. Jetzt wollen wir noch mehr Spiegel haben. Hier ist ein Spiegel. Ja, wenn wir alle Spiegel aufgemacht haben, können wir den Hammerwesen endlich mal weglegen. Hm, null. Dafür brauchen wir das. Zeiger dran. Ah. Ich glaube, wir müssen erstmal die Kassette an. Damit die Oma sind. Okay, also den Code brauchen wir im Badezimmer. Hier ist nichts mehr. Wir müssen wahrscheinlich einen Zeiger finden, oder was? Jetzt hier noch einen Spiegel. Ja. Ich glaube, ich weiß, wofür das Messer ist. Ja. Wollen wir uns vielleicht mal die Kassette anhören? Ich. Brauche eine Stützel. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, wo der sein könnte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Frau hat 7 Messer in ihn reingestochen. Der arme Mann. Ach. Hä? Ich wette, es waren vorher 8. Da fällt er was. Nee, es waren 6. Ich hab das jetzt schon mitgezählt eben.